Guten Morgen. Wir sind heute mal im Keller. Das ist unser Fahrradkeller. Wupp. Und ich möchte heute mal ein paar Locations abchecken für die Videos zum Mauerverlauf. Ich habe mir im Internet schon ein bisschen was angeguckt, bei Maps schon mal geguckt. War ja auch so schon mal unterwegs. Und will jetzt aber mal gucken, wie man es gestalten könnte. Mein Fahrrad bleibt heute mal zu Hause und ich nehme mir dieses schicke Teil hier. Ein Original DDR-Klapprad. Das pimpt das Ganze vielleicht ein bisschen auf und macht immer wieder Spaß damit zu fahren. Also begleitet mich gerne, sind nur Vorbereitungen, diesmal wird noch nichts zu sehen sein, aber ich nehme euch einfach mal mit. So, ich musste jetzt gar nicht so weit fahren. Hier ist so ein schönes Beispiel. Das ist der Heidekampgraben, den hatte ich schon mal erwähnt. Und jetzt teilt sich das hier. Es gibt zwei Wege und das Ganze war dann der Mauerstreifen. Aber da fahren wir jetzt mal kurz lang. Ja, hier echt zwischen den Häusern war dann Sperrzone. Das ist Westen und das ist Osten. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass hier nicht so viel los ist, weil ich will ein paar Intro-Videos drehen, was das Video vielleicht ein bisschen aufpeppt. Und das rote Klappfahrrad sieht auch immer sehr lustig aus. Also, los geht's. Ja, diesen Graben haben die denn damals wirklich zugeschüttet und danach der Wende wieder aufgebuddelt. Ja, und jetzt kann man hier schön spazieren gehen. Manchmal auf beiden Seiten, manchmal auch nur auf einer Seite. Also das geht dann da hinten auch noch ein bisschen weiter. Da fahren wir gleich mal lang. Ja, hier ist es wieder so schön zu sehen, dieser besagte Heidekampgraben. Auf der anderen Seite gibt es die Häuser auf Westseite, hier die Häuser auf Ostseite. Genau dazwischen verlief dann die Grenze. Wir sind jetzt hier mittlerweile an der Sonnenallee angekommen. Hier war genau die Grenzübergangsstelle. Genau, der Weg führt genau da hinten, führt der Weg noch weiter bis zum Britzer Verbindungsgraben. Infotafeln sind auch überall und nirgends. Kann man sich schön informieren, wie es hier mal aussah. So, ich konnte jetzt hier auf diesem Stück ein paar Einstellungen drehen. Und jetzt würde ich mal weiter Richtung City fahren. Ja, und dann melde ich mich wieder. Ja, hier fährt man praktisch auf dem ehemaligen Todesstreifen. Total krass, hier war dann alles sandig. Und an den Gartenanlagen, also rechts und links sind Kleingartenanlagen, da wurde dann hier halt die Mauer gezogen, beziehungsweise wo schon Mauern standen, da wurden die einfach weiter benutzt. Genau so sieht es hier aus. Gab auch laut der Anzeige da schon Mauerdurchbruchsversuche, die allerdings gescheitert sind. Ach so, wer das alleine mal erkunden möchte, das ist total einfach. Überall in der Stadt sind hier diese Steine verlegt und Schilder gibt es auch. Also da kann man sich eigentlich nicht verfahren. Ja, solche Mauern hier, die schon von vornherein da waren, die hat man natürlich genutzt und auch verstärkt. So, hier kann man den Steinen folgen und die biegen jetzt hier ab. Man hat doch überall diese Mauerwegschilder, also hier kann man eigentlich nichts falsch machen. Wer das auch so spannend findet wie ich und ich weiß, wo der Verlauf genau war, hier zum Beispiel kann man es super sehen. Links sind die Altbauten und rechts alles, was Mauerstreifen war, da wurde jetzt neu gebaut. Also da hat man entweder Grünflächen, Freiflächen oder halt Neubauten. Wenn man jetzt bei Street View mal guckt, da kann man auch Glück haben, dass man noch alte Aufnahmen findet
von, weiß ich, 2000 oder so habe ich auch schon welche gefunden. Da ist noch gar nichts neu bebaut, also ist echt witzig. Ich fahre mal geradeaus weiter in den Park. Ich finde das jetzt schon so spannend und könnte erzählen, aber nein, es ist nur eine Vorbereitung. Hier geht der, gehen die Pflastersteine lang. Das gab es alles nicht, die Häuser gab es aber schon. Und so zieht sich das durch die ganze Stadt hier. Und wir sind jetzt hier gerade, das ist Treptow und hier drüben ist schon Neukölln. Und gleich kommen wir zum Landwehrkanal. So, hier war damals die Grenzübergangsstelle Puschkinallee, war glaube ich nur für Fußgänger. Und ich fahre die Strecke eigentlich nicht nur wegen des Mauerwegs, sondern weil ich eigentlich auch die Gegend mag. Aber heute ist sehr viel los hier. Da haben wir zum Beispiel jetzt zu Corona-Zeiten nicht so voll, aber hier die kleinen Restaurants, die abends auch schön beleuchtet sind. Das ist schon hübsch anzusehen dann. Und Richtung Kreuzberg hat man dann noch überall kleine Imbisse und Cafés und so. Das ist auch toll. Man kann doch einfach mal in so eine Einfahrt reinfahren. Und dann kommt noch eine, noch eine und noch eine. Dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das damals aussah. Ne, diese ganzen Mietskasernen. Gut, heute sieht das halt ein bisschen schöner aus. Aber ja, wo viele Leute gewohnt haben, beziehungsweise die, die weniger Geld hatten, die haben dann halt im dritten Hinterhof gewohnt. Sehr geil hier. Da oben steht zum Beispiel erbaut 1907. Das ist doch ganz schön alt schon. Sollte man einfach mal machen. Mal eine ganz andere Aussicht nochmal. Da hinten die Oberbaumrücke. Universal. Und da drüben war der alte Osthafen. Und genau hier in der Mitte war auch Grenzgebiet. Auch heute wird noch patrouilliert hier. Schön, dass keiner baden geht oder so. Ja, sehr schön hier. Ja, hier steht ja noch ein Stückchen Mauer, ein ja, Originalstück. Von Ostseite aus sah das immer so aus, ne, dass man da auch ja jede Bewegung sieht, auch im Dunkeln. Und die Westseite sah so aus. Aber immer noch sehr interessant. Also die waren insgesamt 3,60 Meter hoch. Jedes Segment wog, glaube ich, um die 3 Tonnen. Also das war massivster Stahlbeton, den hättest du nicht einfach mal eben umfahren können. Und oben waren dann auch diese Abrundungen, dass man da nichts rüberwerfen konnte, um sich dann hochzuhangeln.
So, bis hier geht meistens meine Tour. Ganz gemütlich, meistens so in 20 Minuten bin ich hier. Fahre ich manchmal unten am Wasser noch lang. Hol mir noch, wenn nicht gerade Corona ist, hol mir dann ein Käffchen, noch irgendwas Schönes. Ja, und dann kann man hier entweder den Berliner Mauerweg weiterfahren oder noch irgendwo anders durch die Stadt, durch etwas stillere Straßen, und dann wieder nach Hause fahren. Also ich mag diese Tour, also heute ist extrem hier irgendwie Busse und LKWs, aber ja, mein Gott, ich weiß ja, wo ich langfahren kann, dass mich das alles nicht so stört, dass ich nicht so viel mecker. Und ja, bei dem Wetter muss man einfach raus, ne? Also ich würde sagen, das war's denn. Ich gucke mir noch ein paar Locations an, plane noch weiter und dann hoffe ich, dass ich demnächst mal mit meiner Mauertour anfangen kann. Also, genießt das Wetter. Bis dann, ne? Tschüssi. Also wer mal hier in Berlin ein bisschen an der Spree spazieren will, der kann gerne mal von der Elsenbrücke bis hinten zur Oberbaumbrücke durchlaufen. Ist echt toll. Diese vielen alten Gebäude vom Osthafen, die sind alle schick gemacht und das sieht echt cool aus. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch Cafés drin sind oder so, aber jedenfalls sind hier überall Firmen auch drin. Aber man kann bis zur Oberbaumbrücke durchlaufen und eigentlich kann man dann über die Straße drüber gehen und dann weiterlaufen. Also man kommt hier ein Stück. Ist natürlich im Sommer viel los, aber es lohnt sich. Man könnte dann auch nach da hinten weitergehen. Weiter durch den Treptower Park, das ist auch immer sehr schön. Auch geht immer am Wasser lang. Herrlich hier. Ich finde es schön. Die Autos muss man ausblenden, aber ansonsten ist es sehr schön hier.